Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch am Stream. Ich begrüße zu dieser vermutlich letzten Landespressekonferenz des Jahres hier am Dienstag vor Weihnachten. Wir begrüßen den Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Bitte schön, Herr Laschet, das Mikro ist Ihres. Ja, vielen Dank, Herr Trumm. Meine Damen und Herren, am 4. Februar sind wir hier zum Jahresauftakt zusammengekommen. Damals habe ich einen Ausblick gegeben auf das Jahr und auf die 20er Jahre. Das war unsere Perspektive im Februar. Und wir haben geredet über die großen Herausforderungen unserer Zeit: Digitalisierung, Klimawandel, Energiewende, Wandel der Automobilindustrie, Globalisierung, Migration, drohender Brexit und letztlich auch der Druck auf unser Gesellschaftsmodell, die rechtsstaatliche und freiheitliche Demokratie, insbesondere zunehmende Attacken von Rechts, Gewalttaten und Aggression in der Sprache. Meine These damals war, wenn wir die richtigen Entscheidungen fällen, können das goldene 20er Jahre werden. Am 25. Februar, gleicher Monat, auf den Tag 3 Wochen später, kam Corona nach Nordrhein-Westfalen, beginnend in Heinsberg. Und auf einmal ging es nicht mehr um Mobilität und Energiewende. Es ging um Leben und Tod. Die Frage goldener 20er Jahre war plötzlich weit weg und genauso weit weg, wie uns heute diese unbeschwerte Zeit erscheint, in der das Coronavirus in Deutschland noch keine große Rolle spielte. Das Hier und Jetzt ist eine Krise, die uns weiter fest im Griff hat. Corona bestimmt unser Leben wie kein anderes Thema. Und wir haben in den letzten Jahren viele Krisen erlebt, die auch Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen hatten. Die Weltfinanzkrise, die Euro-Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise mit der Aufnahme vieler 100.000 Menschen vor Ort. Aber diese Krise ist eine andere, weil sie jedem einzelnen der 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen betrifft. Jeden. Und jeden der 80 Millionen in Deutschland und jeden in ganz Europa. Und Hiobs Botschaften wechseln sich ab mit Nachrichten der Hoffnung. Wenn wir die Fallzahlen heute sehen, sehen wir, dass der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen nach den Zahlen des RKI in der 7-Tages-Inzidenz bei 191 liegt. Wieder eine leichte Steigerung. Wir liegen auf Platz 9 der deutschen Bundesländer. Vor uns liegen Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Berlin. Trotzdem sind die Werte zu hoch. Trotzdem wollen wir besser werden. Trotzdem müssen wir alles tun, dass diese Zahlen bald sinken. Und dann hat uns am Samstag noch die Nachricht erreicht eines neuen, hoch ansteckenden Virus, einer Virusmutation in Großbritannien, was dazu geführt hat, dass wir am Sonntag Aktivitäten unternommen haben, um zu verhindern, dass dieses Virus nach Nordrhein-Westfalen kommt. Mit der Bundesregierung ist entschieden worden, dass Flüge nach Nordrhein-Westfalen seit dem gestrigen Montag Mitternacht, 0 Uhr, nicht mehr stattfinden. Und wir haben an den Flughäfen noch am Sonntag bereits durch die Bundespolizei jeden, der dort eingetroffen ist, testen lassen und in Einzelverfügung, das ist die rechtliche Möglichkeit, die man dann hat, Quarantäne für jeden angeordnet,
der hier eingetroffen ist. Das war Samstag, das war Sonntag, Montag wieder ein Schimmer der Hoffnung. Die Genehmigung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde, das ist am Ende eines langen Tunnels. Der Tunnel ist nicht kurz, er ist lang, aber mindestens ein Lichtblick, der uns Hoffnung gibt für das Jahr 2021. Und es gibt Grund zur Hoffnung, dass wir die Pandemie im nächsten Jahr hinter uns lassen könnten. Und es freut uns natürlich in Nordrhein-Westfalen ganz besonders, dass jemand, der hier gelebt hat, der hier groß geworden ist, der hier zur Schule und zur Universität gegangen ist, das Kind türkischer Einwanderer, eines Gastarbeitervaters, der bei Ford gearbeitet hat, dass der für die ganze Welt einen Impfstoff entwickelt hat. Das Bundesgesundheitsministerium organisiert nun die schnellstmögliche Auslieferung an die deutschen Länder. Am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtstag, wird aus Belgien zentral in die Europäische Union der Impfstoff verteilt, auch nach Nordrhein-Westfalen. Wir sind bestens vorbereitet. Ich habe mich in den letzten Tagen noch einmal erkundigt. Alle 53 Impfzentren können sofort loslegen. Die Lieferketten im Land stehen. Und wir haben inzwischen 14.000 Freiwillige, Ärzte, medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte, die bereitstehen, diese Verimpfungen vorzunehmen. Die Impfordnung selbst ist durch den Bund festgelegt worden. Sie kennen die Reihenfolge. Höchste Priorität haben über 80-Jährige. Wir beginnen in den Pflegeheimen und stationären Einrichtungen mit mobilen Teams. Also die Impfzentren selbst, die bereitstehen, werden am Anfang noch nicht eingesetzt, sondern die mobilen Teams gehen in die Einrichtungen hinein und das bereits am 27. Dezember. Höchste Priorität haben diese Menschen, zweithöchste Priorität über 70-Jährige und die dritte Priorität, die nennt sich dann erhöhte Priorität, haben über 60-Jährige. Und da ist dann noch einmal abgestuft Personen in relevanter Position. Das betrifft auch Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW und Justiz. Und alle, die fragen, wann sind denn die Politiker dran? Die sind genau an dieser Stelle dran. Trotz allem haben Polizeibeamte und Justiz Priorität. Und danach sind erst die, die in leitenden Regierungsfunktionen stehen, dran. Und ich finde, das tut uns auch gut. Das ist eine andere Tradition als in anderen Ländern. Sie haben gesehen, in den USA hat sich der designierte Präsident bereits impfen lassen als Signal an die Bevölkerung. In Israel ist das Gleiche passiert mit dem Ministerpräsidenten Netanyahu. Wir sagen, wir stehen hier in der Reihenfolge in der Priorität, die vorgesehen ist. Wir haben in Deutschland nicht die Tradition, dass man bei der Bundeskanzlerin, bei den Ministern oder Ministerpräsidenten beginnt. Es ist trotzdem wichtig, dass wir jetzt nicht nachlässig werden. Durch diese Virusmutation drohen neue Risiken. Der Virologe Professor Drosten hat uns gesagt, es besteht kein Grund zur Panik. Man muss dieses Virus weiter untersuchen. Wir wissen noch nicht, wie es sich mit der Mutation verhält. Wir werden weiter die neuen Erkenntnisse aus Großbritannien nutzen und natürlich beobachten, ob es Erkenntnisse darüber gibt, ob das Virus bereits in Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen ist. Zur Stunde kann man das nicht sagen. Nachdem das am Sonntag passiert ist, haben wir wiederum die enge Abstimmung mit unseren Nachbarn gesucht. Denn es ist ja klar, wenn die Niederlande schnell ein Flugverbot erlassen, könnte die Gefahr bestehen, dass die Passagiere über Düsseldorf dann in die Niederlande einreisen. Das ist in einem Raum offener Grenzen eine Möglichkeit. Und ich habe mit dem Ministerpräsidenten Mark Rutte dann am Sonntag noch telefoniert und unsere Maßnahmen mit ihm abgestimmt. Also, wir wollen vorsichtig bleiben, Abstand halten, Maske tragen, lüften, Hygienevorschriften beachten. Und das gilt natürlich auch für die Weihnachtsgottesdienste.
Wir haben da eine bundesweite Vereinbarung der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, dass die strengen Regeln für die Gottesdienste gerade an Weihnachten einzuhalten sind. Abstand, Maske, Hygienekonzepte, Anmeldung, kein Gemeindegesang, kein O du Fröhliche, keine stille Nacht, nichts soll gesungen werden an diesem Tag. Und ich habe ebenso wie Kollegen aus der Landesregierung mit Präses Rykowski, mit Kardinal Wölki und anderen Vertretern der christlichen Kirchen gesprochen. Es gibt in den Diözesen des Landes eine unterschiedliche Handhabung. Man hat es den Gemeinden anheimgestellt, zu entscheiden, ob ein Gottesdienst stattfindet oder nicht. Wenn er stattfindet, müssen es große Kirchen sein, wo diese Abstände auch gewährleistet werden können. Und mein Eindruck ist, dass das mit großem Verantwortungsgefühl gemacht wird. Zur Stunde sitzt der Bischof von Essen mit seinen Gemeinden zusammen. Die Evangelische Kirche Westfalen-Lippe hat bereits angekündigt, dass sie auf Präsenzgottesdienste verzichtet. Die Evangelische Kirche im Rheinland nicht. Und ich denke, dass mit dieser Regelung auch dieses Weihnachtsfest in aller Vorsicht begangen werden kann. Viele steigen auf Online-Gottesdienste um, andere haben Präsenz mit strengen Regeln. Und es bleibt dabei, dass die Landesregierung, wie das auch in anderen Ländern passiert, keine Gottesdienste untersagen wird. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch nochmal einen deutlichen Appell an die Freikirchen richten. Da sind die Regeln nicht immer eingehalten worden in den letzten Wochen. Wir haben Fälle, die genau aus solchen freikirchlichen Begegnungen entstanden sind. Und mein dringender Appell ist, halten Sie sich an die gleichen Regeln wie die katholische und die evangelische Kirche. Dann wird dieses Weihnachtsfest auch einen guten Verlauf nehmen. Wenn ich nun politisch auf das Jahr 2020 zurückblicke, steht natürlich Corona im Mittelpunkt. Man fragt sich unweigerlich, haben wir in den letzten 10 Monaten alles richtig gemacht? Und der oft zitierteste Satz von Politik in diesen Tagen lautet: Mit dem Wissen von heute würde man. Und ich rate auch jedem in der politischen Debatte, auch in der parteipolitischen Debatte, anzuerkennen, dass alle Entscheidungen Unsicherheitsentscheidungen unter Risikobedingungen war. Das ist für Politik etwas Neues. Normalerweise haben Sie Fakten auf dem Tisch liegen, dann entscheiden Sie und da kann man dafür oder dagegen sein. In diesem Fall sind die Fakten immer Unsicherheitsprognosen und alles, was Politik entscheidet, ist immer unter Unsicherheitsbedingungen. Und deshalb hat die Landesregierung aus Christdemokraten und Freien Demokraten immer nach bestem Gewissen und dem Grundsatz von Maß und Mitte gehandelt. Und eine solche Politik hat ein paar Grundleitlinien. Wir setzen nicht auf Grenzschließungen, sondern auf Kooperation. Wir halten, wie alle 16 Kultusminister in Deutschland, Präsenzunterricht für wichtig, weil Bildungsgerechtigkeit auch in Krisenzeiten ein hohes Gut ist. Wir wissen um die Situation berufstätiger Eltern mit kleinen Kindern. Wir behalten die Sorgen und Nöte unserer Unternehmen und Selbstständigen im Blick, auch insbesondere der Kulturszene, die unter besonderen Belastungen in diesem Jahr leidet. Ich habe in der letzten Woche im Landtag erläutert, wie schnell an einem Wochenende die Soforthilfe digital bei uns ausgezahlt worden ist. Das Ziel ist, Not, die entstanden ist durch unsere Maßnahmen, bestmöglich zu lindern. Und unser Prinzip in diesem Jahr war, wir nehmen auch Grundrechtseingriffe wieder zurück, wenn Infektionszahlen sinken. Eine solche Politik weiß, dass es in Zeiten einer Pandemie keine Planungssicherheit geben kann. Niemand kann heute sagen, ich verspreche euch, Ostern sieht die Lage so und so aus, sondern man muss immer auf das aktuelle Infektionsgeschehen reagieren. Und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist gerade in solchen Zeiten wichtig. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen immer darauf geachtet, dass bei allen Maßnahmen
zum Infektionsschutz eine ganzheitliche Betrachtung an den Tag gelegt wird. Es gibt immer bei jeder Entscheidung Schäden, Kosten und Opfer. Und deshalb ist das Abwägen ein ganz wichtiges Prinzip in diesem Jahr gewesen. Vieles von dem, was ich gerade vorgetragen habe, war im Laufe dieses Jahres umstritten, ist aber heute Konsens. Alle sagen, es war ein Fehler, Sterbende im März und April alleine zu lassen durch zu rigorose Vorschriften beim Zugang zu Alten- und Pflegeheimen. Es war ein Fehler, ein irreparabler Fehler. Die Menschen, die da gestorben sind, sind einsam und alleine gestorben und die Angehörigen konnten sich nicht verabschieden. Und deshalb müssen wir in diesen Tagen trotz aller Gefährdungen darauf achten, dass das nicht wieder passiert. Es war richtig, die Priorität auf Schule zu setzen und nicht als erstes die Schulen zu schließen. Auch das war ein Fehler im März und im April. Und es war richtig, an offenen Grenzen festzuhalten und über die Grenze hinweg mit den Nachbarn zu kooperieren. Wir haben inzwischen ein so eingespieltes System, dass wir jeden Inzidenzwert auch bei unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden kennen, gemeinsam darauf reagieren. Das betraf unter anderem den Lockdown, der in den Niederlanden zeitgleich mit Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde. Und auch das ist heute Konsens bei allen Ländern. Alle, die im Frühjahr die Grenzen geschlossen haben, halten sie derzeit offen. Corona hat die Megathemen, die ich am Anfang erwähnt habe, des Jahres 2020 verdrängt. Trotzdem sind sie noch da. Der Klimawandel ist immer noch da. Und Nordrhein-Westfalen leistet mit dem Kohleausstieg einen erheblichen Beitrag zur Umstellung des deutschen Energiesystems. Im Rheinischen Revier hat vor wenigen Tagen, am 18. Dezember, der 300-Megawatt-Kraftwerksblock Niederaußem zuletzt Strom erzeugt und ist nun stillgelegt. In den letzten Jahren hat dieser eine Kraftwerksblock pro Jahr 2,5 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Und in den nächsten beiden Jahren, 21 und 22, werden insgesamt nicht nur 300 MW, sondern 3 GW, 3 Gigawatt in Nordrhein-Westfalen stillgelegt. Das wird ein wesentlicher Beitrag sein zur Erreichung der Klimaziele in ganz Deutschland. Und zum 31. Dezember werden außerdem in unserem Land aufgrund des Kohleausstiegsgesetzes die 4 Steinkohlekraftwerke Duisburg-Walsum 9, Ibbenbüren, Westfalen-Hamm und Heiden in Minden-Lübbecke stillgelegt. Kraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 2,8 Gigawatt. Und damit finden 60% der ersten Abschaltungen deutscher Steinkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen statt. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir haben gestern ein noch ambitionierteres Klimaschutzgesetz vorgelegt und das bundesweit erste Klimaanpassungsgesetz vorgelegt. Nordrhein-Westfalen soll bis 2030 die EU-Ziele erreichen. Das ist jetzt auch gesetzlich festgeschrieben. Und bis zum Jahre 2050 treibhausgasneutral wirtschaften. Und die Klimaanpassung erhält einen deutlich höheren Stellenwert. Land und Kommunen wollen gemeinsam Strategien gegen Hitzebelastungen und Starkregen, sogenannte grüne Infrastruktur, sowie Trockenheit, das betrifft das Wassermanagement, erfassen. Morgen, auch noch in diesem Jahr, werden Minister Pinkwart und Ministerin Scharrenbach zudem die neue Regelung zum Windkraftausbau vorstellen. Das ist das Passstück zum Ausstieg aus den anderen Energien, dass wir bei der Windkraft vorankommen. Schon heute gilt, in 2020, also in diesem Jahr, über das wir sprechen, ist nirgendwo in Deutschland so viel Windenergie zugebaut worden wie in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 79 Windräder mit fast 268 Megawatt Gesamtleistung. Das ist zum allerersten Mal, dass Nordrhein-Westfalen unter den deutschen Ländern
Platz 1 beim Windkraftausbau übernommen hat. Ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr war die frühkindliche Bildung. Sie erinnern sich an die endlosen Debatten der Vorgängerregierung über eine Kiebitz-Reform. Die konnte abgeschlossen werden in diesem Jahr. Mit der Kiebitz-Novellierung stehen seit diesem Kindergartenjahr 2020/21, also seit dem Sommer, insgesamt 1,3 Milliarden Euro mehr für den Ausbau und die Qualitätsverbesserung zur Verfügung. Wir haben damit nicht nur endlich eine angemessene Finanzierung des Ist-Zustandes erreicht, sondern auch ein deutliches Plus bei Qualität und Chancengerechtigkeit. Da geht es um Leitungsfreistellungen, um Unterstützung der Träger bei der Aus- und Fortbildung. Da geht es um mehr Sprachförderung und mehr Familienzentren. Jetzt ist gesichert, dass jeder neue Platz auch investiv gefördert werden kann. Und wir haben einen Fehler beseitigt, den es in den Vorjahren gab. Durch eine Indexierung wird künftig jede Preiskosten- und Personalkostensteigerung auch unmittelbar erstattet werden. Und für die Eltern gibt es ein weiteres Jahr der Elternbeitragsfreiheit. Und wenn Sie das noch einmal vergleichen mit dem Haushalt des Jahres 2017, haben wir die Mittel um 60% erhöht. Damals waren es knapp 2,7 Milliarden. Jetzt sind es für das Haushaltsjahr 21 4,3 Milliarden für frühkindliche Bildung. Und auch die Plätze für unter Dreijährige wachsen weiter an, um 11% in diesem letzten Jahr. Es ist auch gelungen, am gestrigen Tag ein ebenfalls lange verhandeltes Gesetz, nämlich das Flüchtlingsaufnahmegesetz, finanziell für die Kommunen zu einem Abschluss zu bringen. Noch die alte Regierung hatte eine Anpassung auf Basis eines Gutachtens zugesagt. Das ist nie erfolgt. Wir haben jetzt eine Kostenlösung gefunden im Konsens mit den Kommunen. Wir wollen die, die langfristig im Lande leben und arbeiten, nicht länger dulden, sondern einen dauerhaften Bleibestatus einführen. Und wir wollen weiter auch die, die keinen Aufenthaltsstatus, nicht schutzbedürftig sind, haben, weiter zurückführen. Das sind beides Seiten der gleichen Medaille. Für die, die hier sind, die arbeiten, die Kinder und Familie haben, Integration voranbleiben. Für die, die nicht schutzbedürftig sind, eine Rückführung organisieren. Es sind weitere 25 Talentschulen in diesem Jahr dazugekommen. Das Kabinett hat in diesem Jahr den Masterplan Grundschule beschlossen, der auch lange angekündigt war. Wir haben bei der Digitalisierung der Schulen einen deutlichen Schub erlebt, sicher noch einmal beschleunigt durch Corona. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch benachteiligte Schüler sind mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden. Lange bevor der Bund mit seinen Programmen kam, unsere Landesprogramme werden nach Stand heute, wir werden in wenigen Tagen da Bilanz ziehen können, bis zum Jahresende abgerufen werden. Und wir haben zwei weitere Entfesselungspakete auf den Weg gebracht, die Planungen und Genehmigungen beschleunigen. Das eine betrifft das Landesplanungsgesetz und das andere den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der soll jetzt unbürokratischer gehen, als das bisher der Fall war. Dann haben wir eine Pflegekammer eingerichtet. Das ist so ein wenig untergegangen in den Debatten der Tage, aber Pflegekammer bedeutet, wir haben jetzt nicht nur eine Ärztekammer, sondern auch die Pflegenden haben ein Organ, mit dem sie ihre Interessen artikulieren können. Die Tarifverträge in diesem Jahr waren schon das Signal, dass man Pflege besser bezahlt. Es ist ja nicht Sache der Politik, sondern der Tarifparteien. Aber diese Pflegekammer wird eine Stimme der Pflegenden werden. Und bei der inneren Sicherheit haben wir in diesem Jahr das Prinzip der Nulltoleranzpolitik gegenüber Kriminalität weiterentwickelt. Die Bekämpfung der Clankriminalität und die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ist auch personell, sowohl bei der Polizei als auch in der Justiz, deutlich massiv verstärkt worden. Der Bericht der Bosbach-Kommission ist inzwischen liegt inzwischen vor.
Wir werden am 11. Januar in unserer Landesvertretung in Berlin im Rahmen einer hybriden Konferenz mit den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, des BKA, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Generalbundesanwalts und von Europol diese Ergebnisse auch bundesweit präsentieren. Nordrhein-Westfalen ist inzwischen Taktgeber bei der inneren Sicherheit in ganz Deutschland. Der Opferschutz, ebenfalls etwas Neues in der Landespolitik, ist durch Frau Elisabeth Auchter-Mainz, die Sie auch schon hier kennengelernt haben, verstärkt worden. Und Frau Auchter-Mainz ist Anfang des Monats für 3 weitere Jahre zur Opferschutzbeauftragten bestellt worden. Und in diesen Tagen habe ich Briefe unterschrieben an alle Opfer der Love Parade. Der Landtag hat da vor wenigen Tagen einen Konsens gefunden mit den Betroffenen und den Hinterbliebenen und ihren Anwälten. Wir werden einen zweiten Hilfsfonds über 5 Millionen Euro nun bereitstellen. Das ist ein besonders bewegender Moment, wenn Sie diese Briefe unterschreiben, weil Sie wissen, hinter jedem dieser Briefe, die man da unterschreibt, steckt ein Schicksal. Und mir ist da noch einmal aufgefallen, es sind Opfer aus der ganzen Welt. Es sind Opfer aus Spanien, aus Neuseeland, aus Australien, aus vielen europäischen Ländern, auch aus Deutschland. Und ich habe in diesem Brief auch noch einmal Hannelore Kraft erwähnt, die in all diesen Jahren mit viel Nachdruck immer dafür gekämpft hat, dass wir zu dieser Lösung kommen. Und ich sage ihr persönlich auch noch einmal Dank für ihr großes Engagement. Und in wenigen Tagen jährt sich auch zum 5. Mal die Kölner Silvesternacht. Traurige Erinnerungen sind damit verbunden, aber auch von Anfang an dringende notwendige Verbesserungen bei der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Letzte Bemerkung, Ausblick auf das Jahr 2021. Gerade nach der Pandemie müssen wir die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt machen. Alle Defizite der Pandemie sind offenkundig geworden. Und nach großen Pandemien gab es immer gesellschaftliche Veränderungen. Es kommt jetzt für uns darauf an, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so zu gestalten, dass die Arbeitslosigkeit nach der Pandemie niedrig bleibt, dass nicht aus der Kurzarbeit neue Arbeitslosigkeit wird, sondern dass alle, die jetzt in Kurzarbeit sind, danach wieder verlässliche Arbeitsplätze haben. Und es kommt darauf an, die Steuereinnahmen und die sozialen Sicherungssysteme so zu organisieren, dass alle die Belastungen, die wir Monat für Monat für die öffentlichen Haushalte gerade beschließen, möglichst schnell wieder in eine solide Finanzpolitik münden. Das sind wir gerade der jungen Generation schuldig. Auch die, wir reden viel über die Älteren, die Jungen erleiden in ihrer Lebensform im Moment so viele Einschränkungen wie seit Jahrzehnten keine junge Generation mehr. Und wir dürfen ihnen dann nicht auch noch durch die große Schuldenlast für die nächsten Jahrzehnte Probleme hinterlassen. Im nächsten Jahr steht ebenfalls an die Verabschiedung des Kulturgesetzbuchs, der Fortgang der Ruhrkonferenz, die Leitentscheidung zum Rheinischen Revier und die Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes. Nordrhein-Westfalen wird im Oktober 2021 zudem den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz der deutschen Länder übernehmen. Wir wollen stärken, was unser Land stark macht, Deutschland als föderales Land im Herzen Europas. Und es wird auch darauf ankommen, angesichts der zunehmenden Aggressivität in der Gesellschaft, diese Gegensätze wieder zu verbinden und zu einem besseren Miteinander zu kommen, zwischen Jung und Alt, zwischen Stadt und Land, zwischen Starken und Schwachen. Insofern ist dieser Jahreswechsel, auch die Tage über Weihnachten, kein Anlass zur Ruhe zu kommen für uns. Es ist ein Anlass, sich zu besinnen, was wichtig ist, was zusammenhält. Und ich will am Ende dieses Statements auch noch einmal denen danken, die in diesen Minuten und auch über die Weihnachtstage und die Silvestertage und die Zeit zwischen den Jahren für uns da sind, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die auch an den Feiertagen unermüdlich sich um die Kranken kümmern. Für die gibt es keine
Ruhezeit, gibt es keine Weihnachtszeit. Sie tun alles, dass wir in ein gutes Jahr 2021 kommen. Dankeschön, Herr Laschet. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Ich darf noch mal darum bitten, an das Mikrofon zu treten, damit die Fragen auch am Stream gehört werden können. Die erste Frage hat Dorothea Hülsmeier, dpa. Dahinter. Herr Laschet, Sie haben sich jetzt gegen ein Verbot von Gottesdiensten noch mal deutlich ausgesprochen. Können Sie das denn eigentlich mit Ihrem Gewissen vereinbaren, dass Sie jetzt diese Entscheidung den Gemeinden überlassen? Vor allem die katholische Kirche hat ja keine Absicht, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Und Ihr Stellvertreter, Herr Stamp, hat sich ja da doch deutlicher geäußert und ganz klar appelliert, keine Präsenzgottesdienste jetzt zu Weihnachten abzuhalten. Könnten Sie dann Ihren Appell auch nicht etwas schärfer formulieren im Sinne des Infektionsschutzes? Also ich habe mich ja da am Wochenende bereits zu geäußert. Dennoch hat auch der Kollege Stamp, mit dem ich sehr viel in den letzten Tagen gesprochen habe und der als evangelischer Christ, wie er auch sagt, besonders in seiner Kirche da engagiert ist, nicht gefordert, dass der Staat nun Gottesdienste verbietet. Das ist der Konsens der 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und wir haben hier die gleichen Regeln, die in ganz Deutschland gelten. Für mich persönlich kann ich sagen, ich habe berichtet, dass man musste Karten buchen, für die Christmette Karten gebucht habe. Ich werde jetzt davon Abstand nehmen, an diesem Weihnachtsfest an einer Christmette teilzunehmen. Habe aber Respekt für die, die unter ganz strengen Sicherheitsvorkehrungen an Gottesdiensten teilnehmen. Bei dieser Haltung bleiben wir. Als nächstes eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Bettina Altenkamp fragt, wie sehen Sie, Herr Ministerpräsident, oder mögliche Polizeikontrollen an Weihnachten, die die Gewerkschaft der Polizei ins Gespräch gebracht hat? Die Gewerkschaft der Polizei hat gesagt, man soll nicht, wenn in der Nachbarwohnung einer zu viel ist, gleich die Polizei anrufen, wenn ich das richtig gelesen habe heute Morgen. Ja, wenn es Partys, wenn es ähnliche Ereignisse über Weihnachten gibt, wird die Polizei das unterbinden. Das ist durch einen Generalbeschluss in der Corona-Schutzverordnung untersagt. Aber ansonsten wird nicht gezählt, wie viele Familienangehörige unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Eine zweite Frage von Bettina Altenkamp. Wie wird man vor der Impfung auf eine mögliche Infektion getestet und was bedeutet ein positives Testergebnis für die Impfung? Können Sie dazu was sagen? Also die Impfungen werden ja durch Ärzte durchgeführt und die werden das nach den Regeln machen, die da vorgegeben sind. Da jedes Mal vorher ein Test gemacht wird, bin ich nicht sicher, glaube ich nicht. Matthias Kaufmann. Herr Ministerpräsident, Sie haben ja eben auf die Bedeutung von offenen Grenzen mehrfach hingewiesen. Jetzt haben wir 10 gesehen auf diversen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen bei der Ausreise vor wenigen Tagen. Und wir erinnern uns an die Zeit nach den Sommerferien, als Reiserückkehrer hier, was das Infektionsgeschehen anging, ein Problem darstellten. Mich würde mal interessieren, wie sich das Land NRW jetzt auf dieses Szenario Reiserückkehrer vorbereitet in wenigen Tagen. Ja, die Regeln sind klar und es gibt kein Ausreiseverbot, nirgendwo in Deutschland, sondern in Europa, sondern es gibt den Appell, jetzt nicht in Ferien zu reisen. Und diesen Appell kann man nur in aller Dringlichkeit auch wiederholen. Und jeder, der das tut, wird danach, nach den Regeln, die dann gelten, auch in Anspruch genommen werden. Sie wissen, dass die Einreiseverordnung für Nordrhein-Westfalen ja durch das Oberverwaltungsgericht aufgehoben wurde, mit dem ja nicht ganz absurden Argument, wenn man in einem Gebiet ist, das eine niedrigere Inzidenz hat als Nordrhein-Westfalen, ist es schwer begründbar, warum man dann Auflagen macht bei der Einreise. Man reist ja in ein Gebiet, das geringere Zahlen hat. Und wir sind dabei, mit dem Bund die Einreiseverordnung weiterhin zu überarbeiten, dass wir den, der in Gebiete reist, die eine höhere Inzidenz haben,
auch in Zukunft unter Quarantäne stellen kann. Nochmal. Das gilt übrigens auch für den innerdeutschen Reiseverkehr gleichermaßen, dass die Reise in ein Gebiet mit einer höheren Inzidenz eine Bedrohung darstellt. Dann geht es hier nochmal in einer Frage von Maximilian Plück, Rheinische Post, um die Weihnachtsgottesdienste mit einer etwas anderen Frage. Er stellt fest, Ihr Stellvertreter hat zur bundesweiten Absage aufgerufen. Sie fahren jetzt einen anderen Kurs. Verstehen Sie, dass diese Widersprüchlichkeit in der Politik der Landesregierung zu tun hat? Nein, das verstehe ich nicht, weil es kein anderer Kurs ist. Ich habe bereits am Wochenende appelliert, dass Gottesdienste abgesagt werden. Und sie werden in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Aber in ganz großen Kirchen, wie zum Beispiel im Kölner Dom, ist unter Abstandsregeln Gottesdienst möglich. Und er schreibt weiter, Minister Stamp verweist auf die angespannte Situation auf den Intensivstationen. Wie schätzen Sie die dortige Lage ein? Und wann müssten effektive und elektive Maßnahmen verschoben werden? Die sind derzeit weiterhin nicht erforderlich. Wir gehen auch hier mit Maß und Mitte und sehr behutsam mit der Frage um, andere Operationen zu verschieben. Denn hier ist erneut erkennbar, was ich eben als Grundsatz formuliert habe, indem wir das machen würden, richten wir an anderer Stelle Schäden an. Wenn Krebspatienten jetzt nicht behandelt werden können, wenn Menschen, die eine Herzoperation vor sich haben, jetzt nicht behandelt werden können, würde das dazu führen, dass möglicherweise da Leben und Gesundheit gefährdet wird. Und wir haben tagtäglich einen Überblick über die Lage auf den Intensivstationen. Sie ist, wie Herr Plück beschreibt, angespannt, aber sie ist noch nicht so dramatisch, dass wir zu elektiven Eingriffen greifen müssen. Es wird aber jeden Tag neu überprüft. Wir haben anderen Bundesländern, die in größeren Engpässen sind, angeboten, Patienten in Nordrhein-Westfalen aufzunehmen, insbesondere in Ostdeutschland. Dieses Angebot können wir weiter aufrechterhalten. Und wir haben immer noch mit sinkender Tendenz Patienten aus Belgien und den Niederlanden, auch in unseren Krankenhäusern. Sebastian Auer. Herr Ministerpräsident, Sie sprachen gerade noch mal die Quarantäneregeln an. Können Sie noch mal beschreiben, ist dort also geplant, dass es irgendwie eine bundesweit einheitliche Regelung geben wird? Bisher ist es ja nur in Nordrhein-Westfalen so, dass diese Quarantäneregel bis auf die zwei Ausnahmen jetzt gekippt wurde. Und Sie sprachen gerade auch den innerdeutschen Reiseverkehr an. Gibt es also Planungen, das weiß nicht, wenn man aus Sachsen oder so etwas in Zukunft kommt, bei den jetzigen Zahlen, auch dann innerdeutsch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in Quarantäne muss? Nein, das ist ja rechtlich gar nicht möglich. Das war ein Appell und ein Bewusstmachen. Natürlich haben wir in Deutschland höhere Inzidenzen als in manchem europäischen Land. Deshalb ist das keine nationale Frage. Sie können aber nicht innerhalb Deutschlands Einreisebeschränkungen verhängen, jedenfalls nicht so einfach. Nur das sollte sich jeder bewusst machen. Wir raten ab von Reisen ins Ausland. Wir raten ab von Ferienreisen und wir raten auch ab von Ferienreisen innerhalb Deutschlands. Es macht es nämlich nicht besser, wenn man innerhalb Deutschlands nun in ein Gebiet mit höherer Inzidenz reist. So, das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, nein, es wird keine bundeseinheitliche Regelung bei der Einreiseverordnung geben. Weil wir nun dieses Gerichtsurteil haben, müssen wir für Nordrhein-Westfalen im Lichte des Gerichtsurteils eine passgenaue Regelung finden. In anderen Ländern gilt immer noch eine Verordnung, dass wenn Sie aus einem Gebiet mit geringerer Inzidenz kommen, trotzdem in Quarantäne müssen. Das lässt das Oberverwaltungsgericht in Münster nicht zu. Und deshalb brauchen wir eine Regelung, die auf dieses Urteil passt. Und die wird mit dem Bund zusammen entwickelt. Und wenn sie da ist, ist es eine bessere Regelung als alle anderen. Peter Penske. Ja, Herr Laschet, Sie haben eben schon über das Thema Unwägbarkeiten gesprochen eingangs. Was können Sie denn den vielen jungen Leuten sagen, die jetzt aufs Abitur zugehen? Werden die im kommenden Jahr ein regelrechtes Abitur ablegen können in Nordrhein-Westfalen? Kann man das garantieren oder ist das auch unwägbar? Ja, das gehört auch zu den Unwägbarkeiten, weil wir nicht wissen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Jede Prognose, die heute über den 10. Januar hinausgeht, ist nicht seriös.
weil wir müssen zu Beginn des Jahres neu bewerten, wie wir mit Schule und Kita umgehen, möglichst deutschlandweit einheitlich. Und wir haben im letzten Jahr trotz vieler anderer Stimmen es möglich gemacht, dass es ein reguläres Abitur gab. Mitten in der Pandemie damals. Und die Abschlüsse bei diesem Abitur sind so, dass alle Schüler, glaube ich, heute froh sind, dass sie ein reguläres Abitur und kein Durchschnittsabitur gemacht haben. Das war wirklich erbitterter Widerstand, auch von Teilen der Opposition. Aber ganz Deutschland hat dieses Abitur regulär durchführen können, egal wie doch die Landesregierung besetzt sind. Und wir tun alles, dass das im nächsten Jahr auch möglich wird. Aber garantieren kann zum heutigen Zeitpunkt niemand etwas. Dorte Färber. Ja, Sie haben gerade die Gottesdienste und auch den Kölner Dom angesprochen. Und da interessiert mich in diesem Zusammenhang, wie Sie das Verhalten von Kardinal Wölki bei der Aufklärung der Bundesmissbrauchs bewerten. Es rumort an der Basis. Es gibt immer stärkere Forderungen, die auch auf den Rücktritt des Kardinals zielen. Was sagen Sie dazu? Das ist in unserem Staatskirchenverhältnis, glaube ich, keine Aufgabe, die der Staat beantwortet. Der Kindesmissbrauch ist ein Vergehen, was aufgeklärt werden muss in jeglicher Hinsicht. Aber Respekt, wie die Kirchen das machen. Aber der Einzelfall, um den es jetzt da in Köln geht, der muss innerkirchlich geklärt werden. Herr Ministerpräsident, da das Jahr ja nun fast dem Ende zugeht, wenn Sie so persönlich für sich bilanzieren, wie fällt Ihr Blick auf 2020 dann aus? Ja, das ist mit Sicherheit das anspannendste Jahr, das ich je in der Politik erlebt habe, auf all den unterschiedlichen Ebenen, gab es selten so viele Momente, wo Sie mit sich ringen mussten, Entscheidungen fällen mussten, auch kommunizieren und erklären mussten. Und ich habe schon gemerkt, dass ein Kurs, der die liberalen Grundrechte auch im Blick hat, der von Maß und Mitte gekennzeichnet ist, manchmal einen Satz mehr der Erklärung braucht als das schlichte Verbieten. Ich glaube trotzdem, dass es unserer Gesellschaft angemessen ist, sich auch immer bewusst zu machen, welche Grundrechtseinschränkungen wir eigentlich in diesem Jahr vorgenommen haben. Nun ist es auch nicht mehr lange hin bis zum CDU-Bundesparteitag am 15. und 16. Januar. Das hatten Sie sich und andere sicherlich auch alles ganz anders vorgestellt. Jetzt ist es deutlich später. Wie fällt denn da bislang Ihre vorläufige Bilanz aus? Ja, mein Eindruck ist, dass ein Kurs der Kontinuität der Regierungspolitik von Angela Merkel zunehmend Unterstützung findet. Dass ein Bruch mit Angela Merkel, ein Zurück in die Vergangenheit keine Mehrheit finden könnte. Aber das wird sich am 16. Januar entscheiden. Jens Spahn und ich haben Gedanken für die Zukunft entwickelt, werden die auch weiterhin vortragen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende eine Mehrheit finden. Ich schaue noch mal gerade in die Mails, aber hier gibt es, so wie ich das sehe, keine weiteren Fragen. Gibt es hier im Raum noch eine? Dorothea Hilsmeier? Bin ich hinter die Kamera. Ich habe noch eine persönliche Frage auch an Sie, Herr Laschet. Wie feiern Sie denn persönlich Weihnachten? Jetzt haben wir gelernt, Sie werden nicht an der Christmette teilnehmen. Mit wie vielen Leuten, wenn man denn mal in Ihren privaten Raum hereinschauen dürfte, werden Sie denn Weihnachten feiern? Dürfen Sie. Mit 3 Kindern werde ich feiern. Mein Vater, der sonst immer mit dabei war, wird in diesem Jahr nicht dabei sein. Er wird bei einem meiner Brüder sein, wo das nach den Corona-Regeln leichter möglich ist als bei mir. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Laschet. Schöne Weihnachten allen. Genau, und im Namen des LPK-Vorstands auch recht herzlichen Dank für dieses Jahr und allen ein frohes Fest.
Herr Laschet, alles Gute. Ihnen auch.